der Zug, glaube ich, sogar abgefahren, wenn wir uns einfach mal... Ne, die müssen noch ein Spiel machen. Also für die ist auch der Zug auch noch nicht abgefahren. Sorry, die haben ja noch zwei Spiele weniger als Mousebots. Ist ein bisschen kompliziert. Lest euch einfach mal die Tabelle ein und dann könnt ihr da schlau werden. Auf jeden Fall schlau wird es auch hier für Mousebots in der Mitte. Da wird ja einfach nur geclasht wie ein ganz großer. Und das wollen wir noch sehen, direkt in so einer Runde. Ein 1 gegen 1 Duell und Angel, der räumt mit dem 4K auf. Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Mousebots mit dem ersten Clash fast schon die Runde in sichere Tücher gebracht, ne? Oder in trockene Tücher. Und dann ist es Angel, der einmal hier komplett eskaliert. Well, ESL, please, replay. Nice 4K von ihm. Aus dem Nichts. So, auf jeden Fall für die Hellraisers natürlich jetzt der Waffenvorteil. Inklusive 4x UMP, 1x Mac 10. So, und Mousebots auf Inferno entscheidet sich, Chris J. offensiv stehen zu lassen. Der spart auf jeden Fall schon mal ein wenig. Wo ist sein Geld hin? Hat eine Smoke dabei. Okay, der investiert lieber in eine Smoke, bleibt bei der USP und kauft Full Kevlar. Interessant dabei. Und er macht sogar einen Headshot. Zweimal ins Gesicht und der Spieler ist weg. So, ansonsten hat man noch bei Sunny eine Deagle. Genau wie bei Robs und Oscar und Stuko mit der Pistole, also mit der P250. Deagle ist ja auch eine Pistole. Vielleicht auch die Mini-AWP. Oh, das Timing. Dead Fox verschmeißt dadurch die Smoke. Man versucht jetzt das einfach das Beste draus zu machen und CT zu überpushen. Ja, da wird Sunny gleich was zu tun haben. Weil die kommen alle Richtung B marschiert. Man lässt sogar einen im CT-Spawn stehen. So als Backline. Sunny zieht rein, er nimmt die Bombe raus. Das ist bitter. Dadurch holt er super viel Zeit raus. Bekommt noch einen. Issa kann nicht fallen. Aber 2 gegen 2 Situation. Super gut von Sunny ausgespielt. Jetzt zieht Stuko rum. Und Fates, der hat nur noch 28 HP. Und er hat eine UMP bekommen, Stuko. Und die Bombe ist nicht gepickt. Fates hat keine Ahnung, wo Stuko ist. Der muss halt mega langsam vorgehen. Und Stuko hat genau einen Peil, wo der Spieler sich aufhält. Und sie hole die Runde. Mousebots schlägt direkt wieder zurück. Nach der sehr kuriosen Pistol Round. Da sehen wir sie auch nochmal, das Ding von Angel. So, 1, 2, 3 und 4. Zack. Sehr geil gemacht von Angel. Bringt ihm aber nichts. Mousebots holt die nächste Runde. Und da dürfen sie sich bei Sunny bedanken, der so gut seine Position ausspielt, seine Mates über die Banane nachziehen können. Und die Hellraisers, trotz guter Entscheidung, dass sie Richtung B gehen, halt hier abgefischt werden. So, Sunny will da sehr viel haben. Man hat ja nichts investiert bei den Hellraisers. Keine Nades, nur ein paar Pistolen. Also da wird auch nochmal sicher gegangen. Und zwar sparen, sparen, sparen. Sunny hatte auch schon viel Schaden gefressen. Und die Hellraisers warten einfach nur ab. Die warten auf den Push Richtung Banane. Schön, so da in einer Ecke sitzen. Also Mousebots lässt gar nichts anbrennen. Die warten einfach nur auf den Contact. Irgendwo. Und die wissen, dass immer noch irgendwas Richtung Rampe spielt. Oscar mit der... Der Scout, der muss jetzt zurückziehen. Wechselt auf die UMP. Eindeutig die bessere Alternative. Und er muss jetzt hier den Push aufhalten. Einen nimmt er raus. Will noch einen. Kommt den aus. Setzt nochmal an. Zu viel für ihn. Aber die Rotation ist schnell da. Und zwar ist Nyko mit der M4. 4 AP noch auf dem Konto. Aber am Ende ist es Oscar mit guter Disziplin. Wie er die Spieler rausholt, zieht sich dann mit dem Spot zurück. Dann rennen sie ihm so ein bisschen rein. Aber am Ende holt er drei Kills. Da fragt keinen Arsch mehr nach. Nein, als Nyko
mit 4 AP gerade noch überlebt. Also, gut gelaufen für Mousebots. Nochmal dank starken Eröffnungen, die die Hellraisers uns hier vorgelegt haben. Und die Hellraisers haben zwar ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht die Runde geholt. Das kostet natürlich trotzdem Geld beim Mousebots. Das merkt man auch. Zweimal UMP noch dabei. Da wird also nicht großartig abgegradet. So, Chris J. baut sich da sehr offensiv auf und die Hellraisers warten auf ihre Chance. Wollen wir mal gucken, ob sie die bekommen. Bisher eher nicht. Also zumindest halten sie etwas defensiver die Banane, dass man auch Mousebots zurückdrängen kann. Das Spielfire durch das Papphaus. Und bei den Hellraisers sucht man halt irgendwo eine Eröffnung. Sunny wird jetzt hochgeboostet. Da teilt man sich nochmal neu auf, dass Sunny jetzt aushilft auf B. Deckt auch sehr, sehr defensiv bei Mousebots. Keine wirkliche Information, wo die Reise bei den Hellraisers hingeht. Und wenn keine Information gesagt, haben sie auch keine Information, weil sie stehen komplett defensiv. Einer Richtung Spot oben auf der Kiste, einer im Pit, einer so ein bisschen Richtung lang. Und das ist meistens so das Thema, dass das dann schon zu spät ist. Und die Hellraisers kriegen halt so viel Raum, dass sie sich easy peasy auf einen A-Split vorbereiten können. Aber Mousebots, drei Leute Richtung Side und es geht drauf. Jetzt liegt es halt an den Spielern Richtung Side, das Ganze aufzuhalten. Jeder kennt seine Position, jeder hält es ab. Und die Hellraisers rennen einfach nur in ihr Verderben rein. Da schießt aber auch keiner zurück. Mousebots mit dem 3:1. Keine Information, aber der Spot holt umso besser. Und die Hellraisers müssen wieder sparen. Also nur fürs Tollen. So, Chris J. auch wieder erfolgreich mit der UMP. Hat immer noch Sunny dabei an der Rifle, aber da wird Chris J. erstmal nur wenig Support brauchen. Sunny greift trotzdem mit ein. So ein bisschen den Molotov und dann war's das. Also die Runde gibt's nichts für die Hellraisers zu holen. Geht auch bei Mousebots etwas mutiger vor und das ist das 4:1. Also Mousebots macht genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Und zwar mit Runden holen. So, diesmal die Offensive Richtung falsche Mitte. Das war nicht wirklich erfolgreich. Dadurch ist man jetzt im Nachteil und Sunny, der geht komplett durch. Der verpasst den Spieler. So, damit haben sie noch einen Richtung B. Keine Kontrolle mehr über A, aber Sunny, wenn der sich zeitig beeilt, so, der nimmt sogar die Treppe, also da überstürzt man nichts. Wenn er jetzt einmal den Blick Richtung Banane reinwirft und vielleicht einen Spieler rausholt, sich nochmal zurückzieht, vielleicht sogar dadurch das Kreuzfeuer aufbauen kann. Er setzt an, der Spray sitzt und dann bekommt er sogar noch das Backup. Also das passt. Da braucht man bei Oscar nicht mehr einzugreifen. Ganz böses Timing bei den Hellraisers. Und jetzt kommt der taktische Timeout vor den Hellraisers. Ohne Musik. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir jetzt keine Musik haben. Danke ESL. Danke Merkel. Danke Bundesregierung. Danke Köln. So, dafür haben wir jetzt Musik. Freue ich mich drauf. Haben sie wohl zugehört?
So, aber das ist halt natürlich... Besseres Timing kannst du nicht haben. So, 5 zu 1. Diesmal die taktische Pause von den Hellraisers auch etwas früher. Auf dem Ticker. So, mal schauen. Was ist denn hier? Jetzt ist eine technische Pause draus geworden. Okay. Fates ist wohl timed out. So wie es aussieht. Jo, ist er auch. Jo, aus der taktischen Pause wird eine technische Pause. Böse Zungen würden behaupten, man möchte die taktische Pause verlängern. Nein, kann natürlich passieren, wenn er einen Timeout hat. Ja. Das darf man ihm nicht übel nehmen. Danke. Danke, Internet. Neuland für alle. Auch für Fate. Ja, bei Mousebots. Ich bin mal gespannt, wie die Partie sich jetzt entwickelt. Die Hellraisers bauen halt sehr, sehr präsent in alle Richtungen auf. Versuchen auch immer die Kontrolle so ein bisschen über die Banane zu bekommen. Auch wenn das jetzt nicht das offensivste Spiel ist, was man versucht halt irgendwie zu kontern gegen Mousebots, kommt man trotzdem eigentlich sehr präsent die Banane. Man versucht das Haus einzunehmen, versucht einen in der Mitte einzubringen. Gegebenenfalls das Spielsystem so aufzubauen, dass man erstmal schaut, ob irgendwas offensiv Richtung Banane runterkommt. Danach nochmal zurückzieht, Richtung Mitte anspielt, wenn man keinen Contact hatte. Wie zum Beispiel in der einen Runde, wo Mousebots einfach auf dem Spot stand und die Hellraisers zerpflückt hat. Ja? Oder einmal am Apfelbaum gerüttelt und der Baum hat alles gegeben, was geht. Ja, aber solche Sachen halt. Also... Die Hellraisers spielen halt schon ein sehr kontrolliertes Spiel. Nicht dieses wilde Spiel auf Inferno auf der T-Seite, sondern ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel. So, und vielleicht muss man einfach gegen Mousebots auch mal... Muss man auch einfach mal was Gutes probieren. Also mal was Schnelles. Gut ist ja immer so Ansichtssache. So, was ist denn jetzt hier? Diese Musik. Ich finde es ja ganz schön, so zwischendurch, um die Spannung zu erhöhen. Aber wenn das dann in der Dauerschleife die ganze Zeit am Dudeln ist. Okay, da hat gerade die Dauerschleife aufgehört. Also das war der Übergang vom Ende vom Loop. Das hat man ganz genau gehört. Ja, liebe ESL, da würde ich nochmal nachfixen, weil das hat sich nicht gut angehört. Da war der Übergang extrem unsauber. So, ja, noch ein paar geile Kamerafahrten gibt es auch dazu. Also das volle Programm wird hier am Matchday 25 ausgepackt. Ja. So. Was haben wir? Ja, Stats werden nochmal eingeblendet. Das ist auch super, ne? Also wir werden hier mit allen möglichen Sachen versorgt. Die Stats sind natürlich auch interessant. Oscar mit einer ADR von 154. Auf der anderen Seite Angel hier zurzeit. Der Top-Arena-Fragger. Und... Ja, ansonsten kannst du halt in der Partie eigentlich noch nicht viel rausnehmen. Nach den paar Runden. So. Moxig kam bisher noch nicht in die Partie rein. Die ADR im Allgemeinen etwas höher bei Mousebots. Ja. Genießt einfach die ADR und die Musik. Und natürlich die Kamerafahrten. D
Ein richtiger Ohrwurm, ne? Also wenn der nicht in den Charts landet, in den nächsten Wochen und Monate, dann weiß ich es auch nicht. Ich hätte gerne eine Spotify-Playlist. Und zwar mit der Musik. Was geht ab? Ja, mir fällt da jetzt gerade nichts mehr ein. Andere würden ja eine Pause schalten. Oder du hast einen Co-Kommentator, mit dem du dich unterhalten kannst. Alleine ist immer doof, weil wir hier keine Selbstgespräche führen. Vielleicht kann ich irgendeinen Schwung aus meinem Leben erzählen noch. Wir hatten es doch letztens von der Bar. Wer erinnert sich daran noch, ne? Wir hatten es von der Bar bezüglich, dass ich gerne eine E-Sports-Bar im Raum Frankfurt hätte gerne aufmachen wollen. Ja, und leider war die zu teuer. Und dann wurde ich gefragt, was ich denn vorher gemacht habe. Ich war früher bei Frankfurt bei einer größeren Hotelkette im 5-Sterne-Bereich tätig, im Bankettbereich. Also ich habe meine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht und bin dann irgendwann ins Bankett gegangen. Habe vorher auch schon Bankett-Veranstaltungen gemacht, das heißt, ich habe so Hochzeiten und so und Krams verkaufen, Konferenzen, ne? Und habe dann die mitorganisiert, ne? So, dann bin ich in den operativen Bereich reingegangen. Und habe dann wirklich operativ so Catering gemacht, Großveranstaltungen für Firmen und so ein Krams. Und bin dann irgendwann nochmal so ein bisschen ins Marketing reingerutscht, um auch dann ein paar Partner zu finden. Und am Ende bin ich irgendwie immer noch im operativen Bereich geblieben. Und dann war ich Food and Beverage Assistant irgendwann. Und dann bin ich aus der Gastronomie rausgegangen. So, ich glaube, das ist meine ganz kurze Lebensgeschichte. Bin ein bisschen rumgekommen, Schweiz und China und so ein Krams, da durfte ich schon überall mal arbeiten. Mein Highlight war eigentlich die Hoteleröffnung in China, die ich mitgemacht habe. War sehr cool. So, aber so viel dazu. China ist ein schönes Land mit sehr hohen Gebäuden und sehr hohe Ergebnisse. Will auch im Ausports hier einfahren. 5:1, das ist das Ergebnis bisher. Ja, und wir sehen die Hellraisers wieder mit der CZ ausgestattet. Die Waffe wird rausgenommen. Und Mausbots mit guten Chancen, hier die Runde auch zu holen. Der Molotov kommt ein bisschen spät geflogen, aber die Nate sitzt noch ganz gut. Die bombt nämlich noch einen aus dem Leben raus. Und 5 HP nur bei Dead Fox. Aber macht wieder sehr viel Schaden. Und es könnte wieder so eine gleiche Entwicklung geben, wie wir es auch schon gesehen haben auf Mirage, wo die Runden halt sehr knapp waren. Aber einfach dieses Fünkchen besser bei Mausbots auf dem Individuellen heute ist. Oh, schöner Headshot von Dead Fox. Schöner Headshot. So, damit geht die Runde weiter. 5:2. Also die Hellraisers jetzt mit AWP ausgestattet. Die Runde ist natürlich super für sie gelaufen. Für das, was sie investiert haben, läuft das. Da hat er echt noch mit Low HP 3 Kills gemacht. Läuft bei Dead Fox. So, ein Doppel-AWP bei Mausbot sieht man auf Inferno eher selten. Die Smoke ist ganz nett, weil Robster einfach die Füße sieht. So, und Zico, der muss aufpassen, dass er da nicht überpusht wird. Weil die Hellraisers bauen wieder Richtung Mitte auf. Und das ist das Spiel, was ich meine, dass man vielleicht noch versucht, ein bisschen schneller das Ganze anzuspielen. Da kann man ja schauen, dann kann man vorkontakten, kann nochmal zurückgehen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sehr schön gemacht von Issa, aber da ist wieder Oskar und Stuko und die können ihr Kreuzfeuer aufrecht halten. 20 HP noch bei Stuko, plus dass Oskar jetzt erstmal das Backup von der Smoke hat. Versucht man da durchzupushen. Oh, schön predicted eigentlich von Oskar, aber am Ende ist es Dead Fox und Voxic, die beiden, die die Runde wahrscheinlich entscheiden werden. Also, dann kann Chris J nur noch die Waffe safen.
Und mehr wird es hier nicht mehr zu geben. Und ja, dritte Runde für die Hellraisers. Geld ist natürlich lau jetzt beim Mousebots. So, und dann sehen wir es nochmal. Schön gemacht von Dead Fox. Boah, klasse Schuss. So, Dead Fox hat richtig Bock. Und der war ja mal die Main-AWP. Ja, dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, sowas verlernt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren. So, 5 zu 3. Mousebots hat nochmal Geld zum Nachkaufen. Dachte vielleicht ein bisschen weniger. Dann war es halt nur Chris J, der kein Geld hatte. Der Rest war ganz gut auf dem Polster voll. Und sie können nochmal kaufen. Das ist dann allerletzte Eisenbahn. Man sieht es ja am Equipment. Es ist halt nicht viel. Sie müssen sich halt jetzt gut auf ihr Aiming verlassen. Da wird einfach durch den Molotow gerannt. Fates verbrennt noch, aber er nimmt zumindest noch den einen Spieler mit und holt damit erstmal eine 3 gegen 3 Situation zusammen mit Angel. So, die Smoke war eher... Die liegt gut, aber da ist man schon durch. Und der Molotow brennt. Und Robson muss rausrennen, der verbrennt. Da hat er sich verschätzt. Der dachte, der Molotow brennt vielleicht nicht in die Ecke. Aber so wird es nicht sein. Und man ist wieder Richtung A durchgekommen. Ja, und es ist ein gutes Erfolgsrezept gegen Mousebots. Die halt ein sehr defensives Spiel aufziehen auf A. Dass man halt einfach mit ein bisschen mehr Tempo spielt. Und das habe ich halt in der taktischen Pause gemeint. Dass die Hellraisers halt ein sehr langsames, kontrolliertes Spiel auffahren. Jetzt gehen sie ein bisschen auf der T-Seite auch etwas wilder vorwärts. Versuchen Mitte einzunehmen. Versuchen auch schnell das Tempo anzuziehen. Und die Räume halt auch sich zu erarbeiten. Und Voxic auch hier direkt erfolgreich. So, zweiten bekommt er auch noch. Die Mitte wird runtergepusht. Den dritten kriegt er nicht. Das ist er. Und dann ist es Dead Fox, der das Ganze beendet. Da ist er. So, ein netter Spruch. 5 zu 5. Mousebots mit der nächsten Waffenrunde. Die letzte Runde war natürlich nur so ein Augen zu und durch Ding. Ist mal etwas mehr Kontrolle von Mousebots Richtung Banane. Aber da ist Angel und der räumt auf, als der Plan bei Mousebots nicht wirklich aufgegangen. Liegt doch daran, dass Angel da ziemlich leicht in die Banane reinkommt. Angel ist zwar jetzt gefallen, aber Dead Fox macht direkt den Refrag. Sehr interessant, also das ist halt schnelles Spiel. Und damit hat Mousebots gerade Probleme. Schön, dass sie das nach der taktischen Pause so entschieden haben. Das hält nämlich die Partie auch etwas spannender. Das andere Spiel wäre meiner Meinung nach zu langsam gewesen. Damit sind sie auch wieder hier erfolgreich. Können auch diese Runde auf ihr Konto buchen. Den letzten dürfen sie wohl nicht mehr finden. Das ist Lyko. Der Wart in der Ecke. Und schilt sein Leben. So, sehr schön gemacht von Angel. Damit hat Mousebots halt gar nicht gerechnet. Die wollten jetzt in die Offensive gehen und mal die Hellraisers ein bisschen im Deich halten. Ja, hat aber nicht so wirklich geklappt. Da macht Angel einen Strich durch die Rechnung. Und bekommen damit die nächste Runde. Das ist auch eher so der Faktor, warum die Runde zusammengebrochen ist. Weil man halt so viel Raum abgegeben hat. Und was hat man jetzt vor bei Mousebots? Man ist natürlich wieder mit Pistolen unterwegs, Lyko noch diese eine Waffe. Dead Fox und Co. bauen sich langsam schon ein ziemlich gutes Geldpolster auf. Und sie gehen halt wieder auf dieses kontrollierte Spiel. Aber diesmal Richtung Banane. In so einer Runde vielleicht genau die richtige Entscheidung. Was ist auf einmal mit Angel los? Der trifft ja jeden Schuss. Läuft bei ihm.
Also, absolut on fire, der Junge. Damit die Runde für Mausbots fast schon erledigt, weil Stuko, der sollte lieber versuchen, die Waffe zu safen. Und die Hellraisers finden halt genau die richtige Lücke. Also sie haben sehr gut das Spiel von Mausbots adaptiert. Man hat einen guten Mix zwischen kontrolliertem Spiel jetzt, was es am Anfang nicht gab, und diesem sehr offensiven, und tauschen das gerade unglaublich gut in der Balance durch. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, wie die Hellraisers ihre T-Seite auf Inferno spielen. So, Stuko bekommt dann nicht den vorletzten. Und dann ist es halt ein Angel, der sich nach der Pause nochmal den Mut gefasst hat. Das ist einfach auch gut gemacht. Da rennt man auch komplett durch beim Mausbots. So, dann hat er halt hier einfach den Vorteil. Hört den Spieler steppen, aimt ab, hat auch noch das Backup dabei. Also ein Refract wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Auch ein sehr schönes Spiel, dass sie halt versuchen, die Banane diesmal zwar auf Contact einzunehmen, auch kontrolliert, aber in einem gewissen Part das Tempo halt nicht rausnehmen. So, und Mausbots wird dadurch natürlich zurückgedrängt. Die können nicht einfach die Banane halten. Chris J, auch hier finde ich kein gutes Positioning. Trotzdem die Chance bekommen, Dead Fox hier rauszunehmen. So, kommt da nochmal was rein. Smoke Richtung CT. So, und Chris J, der zieht sich zurück. Sehr riskant, aber am Ende nochmal Glück gehabt, dass er da nicht irgendwie rausgebrannt wurde, genadet wurde. Er hat ja eine Nade abbekommen, deshalb nur 55 AP. Aber das hätte auch schief gehen können. So, was heißt das jetzt für Mausbots? Sani wird wieder hochgeboostet. Das haben wir auch schon gesehen. Deckens wieder sehr defensiv mit Pit und einem Richtung Side. Ein bisschen Information. Und dann wird man sich wahrscheinlich bei 30 Sekunden auch wieder von lang zurückziehen. Wenn sie es überhaupt noch brauchen. Und Oscar nicht direkt mit der AWP den langen Weg nimmt. Und sie bekommen halt direkt die Smoke Split, 28 Sekunden. Und sie ziehen mit einem rüberlassen Einrichtung lang stehen. Sobald es da den Contact gibt, sind die auf dem Weg. So, wartet immer noch auf, damit die Bombe nicht gesehen hat. Schönes Zusammenspiel von den Hellraisers. Das war gut gemacht. Holen sich dadurch die 3 gegen 3 Situation. Ist dann noch mit 29 AP. Der passt auf. Oscar ist jetzt bekannt. Und Oscar versucht auch irgendwie den Frag hier zu setzen. Erstmal Zeit rausholen, für die Ablenkung sorgen. Voxic hat das natürlich auf dem Schirm. Damit kann Fate sich um CT kümmern, die Smoke hier auch noch ein bisschen spielen lassen. Und sie haben ein ganz, ganz simples Kreuzfeuer bei den Hellraisers. Aber das war echt gut angespielt, das muss man sagen. Super rumgezogen und Mausbots da nicht wirklich eine Chance gelassen. So, und die werden wohl safe gehen. Da läuft die Zeit gegen sie. Versucht irgendwie durchzuspringen. Stuko kann auch nicht mehr viel machen. Also super gespielt von den Hellraisers. Und sie holen sich noch eine Runde. Okay, ich wusste gar nicht, dass du da hinten in dem Eck überleben kannst. Wie viel AP braucht man da? In der Ecke. Das ist die Frage. Vielleicht weiß das ja jemand. Ich dachte mir, in der Ecke stirbst du. So, Stuko mit dem ersten. Aber das war's auch in der Mitte. Der hat halt noch ein HP, ne? Also. Kommt halt, glaube ich, echt drauf an, wo du sie plantest. Kannst du wahrscheinlich nur an dem einen Plant kommst du durch. Ansonsten einfach die Hand vors Gesicht und gut ist. Dann fliegt kein Splitter ins Auge. Und du kannst die Runde mit einem HP überleben. Das ist schon okay. So, aber die Hellraisers, ja, kontrollieren hier das Spiel ohne weitere Probleme.
Also da für Mausboards nach 5 gespielten Runden nicht mehr viel, oder nach 6 gespielten Runden nicht mehr viel gelaufen. So, nochmal der Anschuss. Das ist die größte Hackfleisch. Ja, die Hellraisers können hier mit Mausboards nach der taktischen, technischen Pause spielen, wie sie wollen. So, auch direkt die Nate. Das ist halt so ein halbes Ding von Mausboards, die Banane zu halten. Die Hellraisers machen es ja jede Runde. Die versuchen jede Runde Banane kontrolliert anzuspielen. Und Mausboards lässt sich da einfach schon so ein bisschen vernaschen, muss man sagen. Und da haben die Hellraisers halt ein sehr schnelles Mittel gegen gefunden. Beim Mausboard spielt auch fast jede Runde das gleiche. So, und die taktische Pause hat es hier wohl echt gelohnt, weil Mausboards ändert ja auch nichts am System großartig. Die ändern nichts am System. Da kommt keine Offensive Richtung Banane, man versucht nicht mal irgendwie in die falsche Mitte reinzupieken, baut keine Doppeldeckung Richtung Kurz auf, das ist immer das gleiche Setup. Einer Richtung Kurz, wenn der nichts mehr zu tun hat oder das zu heiß wird, zieht er Richtung Spot, auf die Box zurück. Einer steht im Pit, ja. Und Nummer 3, das ist Oscar, der steht immer Richtung Lang und zieht dann Richtung Spot zurück. Aber diesmal haben sie zumindest mal einen Kniff ausprobiert, und zwar die schnelle Rotation von Sunny. Kommt hier. Wollt richtig. Es ist halt zu statisch auch bei Mausboards. Ja, da musst du früher aufstehen. So, mal gucken, ob Mausboards hier noch eine Runde holen kann. Sunny vielleicht mit einem guten Timing durch die Smoke hört den Reload. Kann aber die Information weitergeben. Und sie versuchen echt nochmal den Peak nachzusetzen. Also jetzt zeigen sie endlich mal ein bisschen Mumm in den Knochen, ja. So, Rob ist auch diesmal auf einer anderen Position. Das war es, 9:6. Die Halbzeit geht an die Hellraisers auf der T-Seite. Wir lassen uns aber überraschen, hier ist noch mehr drin, genau wie das Huhn sich da unten freut im Pit und hoffentlich irgendwas zu essen findet. Könnt ihr euch auch was zu essen holen. Also bleibt dran, wir machen nach einer kurzen Pause weiter hier in der ESL Pro League am Spieltag 25 zwischen Mausboards und den Hellraisers. Wir sind wieder zurück. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder da und wir freuen uns auf die nächste Hälfte zwischen Mausboards und den Hellraisers. Ja, gucken wir mal.
Also meiner Meinung nach Mousebots halt ein wenig zu statisch gespielt und dadurch halt sehr viele Runden abgegeben. Und wir haben danach noch ein Spiel, bleibt also dran, 21.20 Uhr Face gegen Fnatic. Das Ganze auch zweimal BO1. Und auch ein sehr interessantes Spiel, weil da geht es um die Tabellenspitze. So, ich call Aimlock, weil durch das Zittern ist ja easy. Spaß beiseite, keine Ahnung. Ja, Oscar hat da erstmal nichts zu lachen. Die Pistol Round wäre halt super, super wichtig für die Heralde, die ich vorzulegen. Bei denen geht gerade alles rein. So, Stöko durch und das passt soweit. Und dann fallen dir die Reflex. Also Mousebots schlägt hier eiskalt im Konter zurück, versucht nochmal hinter die Box zu kommen, natürlich dem Headshot da so ein bisschen auszuweichen. Und sie müssen sich neu positionieren. Die spielen jetzt so eine Doppeldeckung Richtung Ecke. Und das heißt, der eine baitet rein, das ist Sunny. Und damit wartet Stüko. Und das hat Deadfox gar nicht auf dem Schirm. Super gemacht von Mousebots. Was ein geiler Kniff von ihnen. Sehr, sehr geil, zu zweit in diese Ecke zu gehen. Stark gemacht auf jeden Fall. Richtige Entscheidung. Weil wer rechnet mit zwei Leuten in dieser Gammelecke? Ja. Und dann ist es halt echt gut gemacht. Man wartet kurz. Und das hat Deadfox einfach nicht auf dem Schirm. So, und Oscar geht vor mit dem Kraken. Auf geht's. Mal gucken, was der Kraken hier anrichten kann. Mal gucken, ob der auch so riesig ist wie bei Fluch der Karibik und einfach mal das komplette Schiff von den Hellraisers runterziehen kann. Na, heute bin ich in Topform. Filmzitate, alles dabei. Geil, oder? So, Kreuzfeuerdeckung. Die Hellraisers spielen halt in ihren Pistol Rounds, wenn sie halt auf Antiego spielen, immer irgendwas Offensives. Das haben sie schon auf Mirage gezeigt. Und zeigen das auch hier auf Inferno. Und das ist halt brandgefährlich. Aber Mousebots hat das bisher eigentlich immer ziemlich gut unter Kontrolle bekommen. So, der Kraken wird hier geschlagen. Damit kommt Voxic in die Möglichkeit, nochmal mit dem Kraken, ja, hier in den Angriff zu gehen. So, und natürlich ein volles Magazin, wird direkt mal abgeblockt. Also Kraken mag natürlich auch kein Feuer. Ja, eher Wasser und deshalb muss er warten. So, geht zur zweiten über kurz. Wir haben noch eine CZ dabei. Also das offensive Positioning reicht so weit, dass man halt Christian auf 99 HP runtergeschossen hat. Auf 1 HP. Und man hat immer noch Stüko im Pit und das scheint zu funktionieren. Der Kraken muss hier nicht eingreifen, das macht die Pistole. Und sie haben zwar kein Dev-Kit dabei, das sollte aber trotzdem reichen. Das ist die Caster-Erfahrung. Seht ihr, easy. Schönes Kreuzfeuer auf jeden Fall. Das ist halt, da muss Mousebots echt aufpassen. Da muss Mousebots echt aufpassen. Einmal, dass sie keine komischen Flashbangs schmeißen, wie das Chris J. gerade eben gemacht hat. Und auf diese Close Distance ist die CZ sehr gefährlich. Und auf Inferno ist das halt eine Waffe, die du gut einsetzen kannst. Du musst halt echt aufpassen. Du musst auf langer Distanz bleiben und so Richtung Haus zu gehen gegen eine Force by Round. Ja, das darfst du nicht machen beim Mousebots. Da müssen zwei vorgehen, da muss der Flash reinkommen, whatever, irgendwas. Aber so reinzugehen ist einfach viel zu wenig. So, Fates. Nochmal mit dem Frag. 20 HP, jetzt kommt eine Nate noch hinterher geflogen. Viel Schaden ist ins Land gegangen beim Mousebots, aber man kann auch mal eine Waffe upgraden und die Bombe auf B legen. Also da. Kann man ziemlich gut einfach nur Richtung B draufkommen. Und man schafft es mit dem Forceplay. Gut gelungen. Hellraisers können nur safen gehen. Ja,
Ich weiß, es beschweren sich immer viel über die CZ, die wäre zu stark. Aber du musst die Vor- und Nachteile der Waffe sehen. Theoretisch müsstest du ein festes Spray-Pattern einführen, meiner Meinung nach. Und die Teams dürfen halt nicht so reingehen. Du kannst halt nicht gegen Anti-Eco spielen und so ins Haus reingehen. Da bist du halt selbst... Da bist du halt selbst dran schuld. Die Flash. Da sehen wir sie nochmal. Ah, herrlich. Nice try. Nee, du darfst halt so im Haus nicht spielen. Besonders auf Infernos geht halt. Das darfst du nicht machen. Dann verlierst du halt. So, aber zurück zum Spiel. Und 10-8. Die Hellraisers geben hier eine Runde ab. Und Oscar erstmal mit zwei schnellen Eröffnungen Richtung B. Also die Hellraisers versuchen jetzt auch ein bisschen konfidenter das Ganze anzuspielen. Und Chris J geht weiter vor. Also das Duo einfach nur Beine in die Hand. Und einmal mit dem Düsenjet über die Map geflogen. So, und da wird nicht mehr viel passieren. Issa wird noch seine Waffe safen. So, mal gucken, ob er das noch schafft. Achtet aufs Haus. Aber das reicht nicht. Da ist Robs mit 12 AP noch übrig. Und Mouseboards schließt weiter auf. So, da sehen wir noch wahrscheinlich von Oscar die Aktion. Oh, das ist aber auch sehr glücklich. Ich glaube, er hat nicht beide, er hat gar keinen gesehen. Liegt natürlich auch dran, dass vielleicht Spectator Smoke. Dass man da vielleicht eine kleine Gap hatte, aber im Endeffekt dürfte er da nicht viel gesehen haben. Sprayt einmal an, ist sehr glücklich gelaufen. Ich glaube, damit hat der Observer auch nicht gerechnet, dass Oscar da einfach mal zwei Leute ummäht. Ja, 10-9. Mouseboards geht hier in Anschlussrunde und das ist halt gefährlich. Ey, das ist gut getimed von den Hellraisers. Die stehen mit einer Flash bereit, haben nichts investiert. Das ist eine Eco. Ja, und man versucht halt die Mitte irgendwo explosiv umzumähen. Und nachdem da die Smoke reinkam, denkt sich Hellraisers, okay, wir versuchen jetzt einfach die Flash reinzuschmeißen. Das klappt sogar noch. Mouseboards muss da echt aufpassen bei sowas. So, und die Taktik hat gut geklappt, da konnte man sehr viel Schaden anrichten. Kam zwar an keine Waffe ran, aber der Schaden hat sich gelohnt. Das sind drei Waffen, die man rausnimmt bei Mouseboards. Und durch eine Unvorsichtigkeit. Und sie entscheiden sich sogar für den richtigen Spot, weil da wartet nur ein Spieler und das ist Issa. Da ist er, am Graveyard. Könnte sogar versuchen, die Bombe noch rauszunehmen. Kommt drauf an, wo sie jetzt geplantet wird. Mit USP manchmal nicht richtig zu orten, das Ganze. Sondern es durch die neuen Sounds vielleicht hinter der Wand nicht leicht ausfindig zu machen. Und er nimmt die Bombe raus. Ja, und Robs ist da auch in keiner guten Position, ihn da zu verteidigen. Er hat eher auf B geachtet. So. Smoke rein, Bombe wird gelegt, 9 Sekunden. So, weiß, wo der Erste ist. Muss aber auch Richtung kurz gucken. Das könnte das andere Problem sein. Sie kommen sogar nochmal in eine 4 dran. Fates hat die aufgehoben. Robs macht das gut. Der weiß halt nicht genau, wo der zweite Spieler ist. Oh, der wird eingekesselt. Jetzt ist er bekannt. Keine Chance. Super gut gemacht von den Hellraisers. Sie kommen noch an eine zweite Waffe ran. Sehr, sehr geil von den Hellraisers gespielt. Alleine dieses Ding in der Mitte. Das war halt perfektes Timing und das hat sich dadurch entwickelt durch eine Unvorsichtigkeit von Mouseboards. Da sehen wir es nochmal. Die sind halt direkt rumgezogen mit der Smoke. Das heißt, da perfekt das Flashbang-Timing gehabt und Mouseboards hat nichts gesehen und wurde einfach nur rausgenommen. 11-9. Also, Mouseboards darf hier nicht den Ausgleich haben.
Und wir sehen, die Harris ist jetzt auch ein bisschen mutiger. Also man will die Banane abblocken, das ist ihnen gelungen. Maus wird dadurch erstmal zurückgedrängt. Einzigen Raum, den sie halt haben, ist Richtung Haus. Und da hat Robs schon eine sehr gute Position eingenommen, weil der wartet Richtung Apps um. Und schaut natürlich drauf, dass ihm da irgendeiner von lang reinrennt, beziehungsweise am Spot vorbeischaut. Da ist geschehen, sieht ihn und kann ihn sogar rausholen und keinen einzigen HP verlieren. Zieht sich direkt zurück. Bin ich jetzt doof oder zielt er da ein bisschen zu hoch? Dann der Winkel auf jeden Fall. Oder ich bin gerade komplett querbehindert und habe mal wieder kein Feingefühl. Also auf jeden Fall, der Spot muss gehalten werden und das gelingt es auch. Sehr gut, super gemacht von Issa. Oh mein Gott, hält ja alles ab. Chris J nur mit 17 AP. Und das war's. So, schön gemacht von den Hellraisers. Die Runde brennt nichts an. Dann dürfen sie bei Issa bedanken. Der direkt mit sehr, sehr viel Power den Spotter verteidigt. Komplette ehrliche Handarbeit von ihm da. So, und Frau Spotball komplett defensiv auf. Er dürfen sich bedanken bei der tiefen Smoke. Und das ist das, was die Hellraisers brauchen. Die trauen sich jetzt immer weiter nach vorne. Und die Hellraisers haben hier echt die komplette Kontrolle über den Spot. Ey, und das ist halt geil. In so einer Runde eine Smoke so tief zu schmeißen, lässt sich eigentlich ahnen, okay, der Gegner wird weit runter pushen, da kommt eine Smoke rein und die haben keine Kontrolle mehr über die Mitte. Aber Mousewords macht das genau richtig. Die warten ab, bis die Smoke fadet und versuchen dann Richtung Banane anzuziehen. Das hat so weit geklappt, dass man Spiel Nummer 1 findet. Angel damit gefallen. Ist schon mit Voxic rübergezogen. Das heißt, Mousewords kommt nochmal an eine Waffe ran. Das war nur die MP9. Und weiterhin auf der Suche nach Raum und vielleicht nach der Runde. So, und da wird man gleich auf zwei Waffen treffen. Und zwar einmal auf eine AK und einmal auf eine AWP, sollte es Richtung B gehen. Aber sie entscheiden sich nochmal zurückzuziehen. Die Zeit läuft natürlich gegen sie und jetzt wird es was Schnelles Richtung A werden. Und da wartet nur einer im Pit, also ein gutes Feingefühl von Mousewords. Jetzt liegt es an Death. Wenn er den ersten Headshot hat, er gefressen. Zeit rausholen, das ist das Höchste, was er hier noch leisten kann. Und die Zeit reicht nicht ganz, weil die Bombe ist Richtung Spot durch. Oscar gibt gutes Backup. Das ist die einzige Waffe, die sie dabei hatten. Können jetzt nochmal upgraden. Das heißt, noch eine M4 bekommen. Und Mousewords gewinnt mit einer AWP. Und mit zwei Frags an der AWP die Runde. Also die Hellraisers, man muss sagen, die Hellraisers haben das nicht schlecht gespielt. Wirklich, um Gottes Willen. Die haben das echt nicht schlecht gespielt. Sie versuchen tief einzugehen, sie versuchen tief zu smoken, natürlich Mousewords dadurch ein bisschen Zeit wegzunehmen, sozusagen das als Push Richtung Mitte zu verkaufen. Aber im Endeffekt ist es Oscar, der sein Team hier die Eröffnung gibt. Also die AWP in der Hand und wir sehen, die Hellraisers können auch solche Runden abgeben. Aber schlecht gespielt war das nicht. Also zumindest die erste Hälfte war nicht schlecht gespielt von der Runde. Im Late Game, ja, hast du halt einen Pitch stehen, der von beiden Seiten überpusht wird. Da hast du auch aber zu viel Kontrolle verloren. Und da dürfen sie echt bei Oscar bedanken. So, und jetzt haben wir wieder einen taktischen Timeout. Und mal gucken, was die Hellraisers geplant haben. 12 zu 10. Mousewords holt also echt eine gute Bonusrunde. Das darf man nicht vergessen. Man hat ja in der letzten Runde nichts investiert. Das heißt, für Styko keine Investition. Oscar hat die AWP durchgebracht. Robs hat auch nichts reingepfeffert in sein Geldpolster. Ausgegeben. Außer einer Kevlar halt.
Haben wir jetzt noch ein paar Granaten nachgekauft. Und es geht weiter. 12 zu 10. Drei Leute jetzt Richtung Banane unterwegs. Da baut man sich auf für eine Smoke. Oder? Ja, die Smoke fliegt runter. Und direkt das Ablocken der Banane mit zwei Molotovs und einer Smoke, die sehr, sehr tief kommt. Also, sehr schön gemacht von den Hellraisers. Und dann schickt man direkt einen rüber. Die beiden Smokes lässt man noch Richtung B stehen, um sie einfach für den späteren Zeitpunkt zu haben. Weil zwei Smokes bringen dir 15 Sekunden pro Smoke, 30 Sekunden. Und die kannst du dann halt im Midgame rausschmeißen. So, Mausports entscheidet sich, das Haus einzunehmen. Ja, das wird alles Zeit kosten. Man hat immer noch eine Smoke und noch eine Smoke in der Banane. Da da kein Gegendruck mehr kam, versucht jetzt Mausports halt ein bisschen den Raum einzunehmen. Die wissen jetzt ganz genau, okay, da wird der erste Teil kommen und Mausports erarbeitet sich Raum für Raum Richtung Banane. Und das nur mit einem Spieler und einer Flash drängen sie die Hellraisers komplett zurück. So, baut weiterhin mit Robs hier wieder Richtung Haus auf. Und die Bombe hat schon den Weg gefunden. Und der ist wohl B oder ist das ein Fake? Und die Bombe geht runter. Also einen Spieler hält man hier noch fest. Zwei stehen Richtung Spot. Robs wartet auf seine Möglichkeit, da oben Richtung Haus den Support zu geben. Soll dann wahrscheinlich auch Richtung Spot abchecken. Und jetzt ist er halt unten im Pit. Der kann aber die Position wechseln. Hat doch das Holzfeuer. Er holt den zweiten Voxig mit dem Backup. Schöne Runde. Hier von den Hellraisers. 9 Sekunden noch auf der Uhr. Mausports, die laufen in ihr Grab rein. Da wird der Sarg schon aufgemacht. Da fehlen nur noch die Nägel. Und Oscar kann den Tod hier nochmal entrinnen. Sehr schöne Runde. 13 zu 10. Die Hellraisers schaffen es hier, den Spot ohne größere Probleme mit zu verteidigen. Und Issa, der ist einfach ein Tier im Pit. Einfach ein Tier, wenn es darum geht, die Pit-Position auszuspielen. So viel Impact. Boxig diesmal auch erfolgreich mit der AWP. Und man kann sogar die Banane zurückdrängen. So, tauscht jetzt die Position, eine Rifle wieder rüber Richtung B. Dafür wechselt Voxig die Position Richtung lang. Das ist halt schönes CT-Spiel. Das, mal was Offensives probieren. Das kann ja halt nicht jede Runde funktionieren. Aber man wechselt. Man wechselt, spielt individuell, lässt die AWP ein bisschen rotieren. Und das hat mir halt bei Mausports auf der CT-Seite komplett gefehlt. So, ist er im Pit wieder. Und wie gesagt, die Position spielt er echt gut. Also das, sein Timing und sein Gefühl, die Position da ordentlich auszuspielen, ist sehr gut. Als hätte er im Leben nichts anderes gemacht. So, Flash kommt rein, kommt aber nicht sehr gut. Jo, und Voxig direkt mit dem zweiten. Der hält hier fast im Alleingang den A-Spot. Sauber, sichert sich sogar das Ace am Ende. Stark gemacht von ihm. Holt den Spieler auf A, holt den Spieler vor B. Jetzt sehen wir es wahrscheinlich nochmal in der Zeitlupe oder im Replay. Schöner Frag von ihm. Dann den zweiten Richtung Kurz und dann drei Spieler Richtung Spot. Dafür gibt's eine Ratsche, mein Lieber. Schönes Ace von ihm. So, und jetzt geht's schnell Richtung B drauf. Der Molotov wird gelöscht. Damit steht man da schön in einer Reihe. Dead Fox legt an. Bombe getroppt. Mausports hat natürlich nicht viel Equipment. Das ist die 14. Runde für die Hellraisers. Da wurde nochmal reingeforst und Dead Fox dreht nochmal komplett auf. So, jetzt hat man einen Spieler durchbekommen. Das ist Chris J. Der kommt nochmal eine Farmers dran. Den hört man jetzt steppen und damit ist los. Dead Fox, der da abräumt. 5K für ihn. Nächstes Ace hier auf dem Konto von den Hellraisers. Also jetzt darf jeder mal. Erst Voxig, jetzt ist es Dead Fox. Stark gemacht von ihm. Der hält einfach den Offensivpush von Mausports auf, als wäre es nichts gewesen.
16 zu 10. Mousesports steht vor der Niederlage. Und die Hellraisers kurz vor dem Sieg. Und bei Mousesports hat man wieder nicht sehr viel Geld, wie letzte Runde schon. So ist er wieder im Pit. Oscar wieder mit der Doppelläufe, mit der doppel abgesägten Schrotflinte da. Ja, und so ist er, der ist im Pit einfach unbesiegbar. Hat er den Spieler mitbekommen? So, Oscar erfolgreich. Ist das das nächste Ace? Nee, schade. Das wird nichts, das ist aber auch der Matchpunkt. Und damit trennen sich beide Teams 1 zu 1. GG, well played. Da kann man sich nicht beschweren. Die Hellraisers einfach auf Inferno. Meiner Meinung nach das bessere Team. Da gibt es nichts zu meckern. Meiner Meinung nach hat Mousesports schon zu viel Raum.